Leute, welcome back zu einem neuen Vlog. Wir starten den Vlog mal ganz ehrlich. Mir geht's nicht so gut. Ich bekomme in 2 Tagen meine Tage und ich merke das schon immer ein paar Tage davor, dass ich meine Tage bekomme. Ich habe Bauchschmerzen, mir ist schlecht, ich habe Unterleibsschmerzen, ich bin müde, ich habe die ganze Zeit Hunger, meine Haut eskaliert. Also ich merke das immer richtig, wenn ich meine Tage bekomme. Aber was mich aufheitert ist, dass ich Schmuck zugeschickt bekommen habe. Das ist auch heute angekommen. Ich bin super happy und wollte euch jetzt mal so einen kleinen Schmuck-Haul geben. Die Sachen sind von Purelay. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele von euch. Und ich habe jetzt auch unfassbar schöne Schmuckstücke zugeschickt bekommen. Ich habe ein bisschen was von Silber, Gold, Roségold. Da gibt es natürlich alle Farben so, dass jeder von euch da auch was findet. Ich bin eher so Gold, Silber. Aber ich würde auch diesmal was Roségoldenes ausprobieren. Auch schon Sachen an. Und zwar einmal hier diesen Ring. Super, super schön. So, dann habe ich mir hier Ohrringe ausgesucht. Ihr wisst, ich liebe Ohrringe. Und zwar so kleine, süße, schlichte Kreolen in Gold. Und ich finde, die sehen so schlicht, aber so schön und clean aus. Ich finde die unglaublich schön. Und hier oben habe ich auch ein Piercing. Das ist ein Schmetterling. Ich muss den hinten nochmal zumachen. Mit einer Kugel. Das ist super gut, dass es mit einer Kugel ist für ein Piercing. Und der ist auch unglaublich schön. Das hier ist das Packaging. Ich finde das so unglaublich schön. Das ist schlicht, aber unfassbar schön, finde ich. Ich blende euch mal hier ein Bild ein. Ich habe nämlich ein Bild gemacht, weil ich einfach obsessed bin mit diesem Packaging. Purelay hat jetzt einen Golden November Sale. Und diese Kette ist vom Mahina Club. Für alle, die nicht wissen, was Mahina Club ist, das ist eine super coole Aktion, wie ich finde. Und zwar bekommt ihr monatlich Schmuck zugeschickt im Wert von 70 Euro. Und es sind natürlich immer andere Sachen, die ihr aber super immer zusammen kombinieren könnt. Ich habe jetzt für diesen Monat einmal diese Kette in Gold. Richtig, richtig schön. Mal, finde ich, was anderes. Aber ich finde, das sieht unglaublich schön aus. Und hier ist auch noch was dabei. Und zwar ein Armband. So sieht das aus. Ich finde das unglaublich schön. Und ich glaube, ihr wisst alle, dass das auch einfach mein Style ist, sowas. Jetzt mal die Kette an. Die ist unglaublich schön und fühlt sich echt sehr hochwertig an. Und Purelay hat noch einen Extender zum Verlängern des Schmucks. Ich habe jetzt die Kette an. Ich finde die unglaublich schön und ich finde das auch richtig schön, dass sie etwas länger ist. Und dazu gibt es noch einen Charm und der ist auch so, so schön. Und den bekommt ihr im Shop von Purelay. Hier ist einmal das Mahina Club Charm Armband mit dem passenden Charm. Den könnt ihr einfach dran klipsen, wo ihr wollt. Ich habe ihn jetzt hier in die Mitte getan und ich finde, das sieht super, super schön aus. Ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch und zwar heißt der Sparkling Joanna. Damit spart ihr 20% und der Code gilt für den Mahina Club. Und ihr bekommt jeden Monat, also jeden Monat gibt es einen anderen Charm, den ihr euch bestellen könnt. So, jetzt habe ich es dran und wow, es sieht super schön aus. So sieht's aus. Natürlich kann ich es auch noch enger machen, aber ich will euch das jetzt einfach mal kurz zeigen. Und hier hängt der Charm dran. Das ist unglaublich schön. Jetzt einmal in Kombination. Hier ist das Armband und hier ist einmal die Kette vom Mahina Club des Monats. Und ich finde das einfach super schön. Ihr könnt einzelne Monate auch überspringen. Wenn ihr jetzt nicht Interesse an einem Monat habt, dann könnt ihr es auch einfach überspringen und auf den nächsten Monat warten und euch dann die Schmuckteile zuschicken lassen. Und die Schmuckfarbe ist auch wechselbar, aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt nochmal die anderen Sachen. Ich habe mir nämlich noch mehr ausgesucht. So, jetzt kommen wir auch zu meinem Highlight. Irgendwie ist hier jedes Schmuckteil mein Highlight. Und zwar habe ich mir noch einmal hier so goldene Kreolen ausgesucht mit so silbernen Diamanten. Und die werde ich auf jeden Fall zu meinem Geburtstag anziehen. So süß. Seht ihr das, wie schön das einfach funkelt? Ich habe mir noch richtig auffällige, aber unnormal schöne Ohrringe hier bestellt. Und zwar einmal so richtig große silberne Hooks, heißen die, glaube ich, Ohrringe. Ich liebe so große Ohrringe. Ich finde, die sehen immer super aus zu so Sleek-Zöpfen, damit mein Gesicht nicht so leer ist. Deswegen trage ich super gerne so auffällige Ohrringe. Sieht auch super toll aus, Leute. Tada! Hab beide drin. Jetzt zeige ich euch mal meine erste roségoldene Sache. Das ist so ein Armband. Es funkelt so toll. Hier ist das Roségold. Und es hat verschiedene Steinchen. Und ich finde das so schön. Wow!
Das sieht auch unnormal schön aus, Leute. Ich bin irgendwie mit allen Sachen in love. Ich finde alle Sachen einfach unglaublich schön. Und dann habe ich hier noch so ein Armband. Und was mir hier unnormal gut gefällt, ist, dass eine Seite in so einem Muster ist und die andere Seite sieht anders aus. Wow. Sogar wow. Wow. Ich finde das so schön. Und die andere Seite sieht so aus. Und hier kann ich natürlich auch den Charm dran machen. Das mache ich jetzt auch mal. So, jetzt habe ich hier auch den Charm dran getan. Ihr könnt es überall dran machen und ich finde, das macht einfach die Sachen nochmal einzigartiger. Falls ich euch auch ein bisschen angesteckt habe oder ihr noch ein Geschenk sucht für eure Familie, Freunde zu Weihnachten oder einfach für euch, habe ich natürlich auch noch einen Code für euch und zwar Sparkling Joanna großgeschrieben. Damit spart ihr 20% und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Und wenn ihr was bestellt und eure Lieferung angekommen ist, schickt mir auf jeden Fall dann mal bei Insta ein Bild, was ihr euch so ausgesucht habt. Und mein Code ist bis zum 30.11. gültig, Leute. Guckt euch mal an, wer hier liegt. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Oh, übrigens ist er hier grün, weil er sich im Garten gewälzt hat und auch schwarz. Wie süß kann man bitte sein? Wie süß kann man bitte sein, du kleiner Süßi? Leute, redet ihr auch so komisch mit euren Hunden? Ja, ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die so komisch mit ihren Hunden redet. Aber ich glaube, alle, die Tiere haben, fühlen das. Ich muss immer reden wie so eine kleine Mutti. Ja, oh. Leute, ich trinke gerade Wasser mit Aspirin, weil es mir immer noch nicht gut geht. Wir haben jetzt, glaube ich, schon fast 20 Uhr und ich habe immer noch komplette Kopfschmerzen, Übelkeit, aber ich habe auch schon was gegessen, ist trotzdem nicht besser geworden. Ich habe aber Lamias Video schon fertig geschnitten und ja, ich muss mich jetzt, glaube ich, einfach ausruhen und wenn es dann einfach morgen früh nicht geht, muss ich auf jeden Fall zum Arzt, weil das ist wirklich krasse Kopfschmerzen, Übelkeit und Close Situations. Ich sage jetzt, ihr wisst, glaube ich, schon, wie ich das mache. Ja, ist auf jeden Fall sehr nervig, aber ich lege mich jetzt einfach ins Bett, gucke YouTube, mache mir eine Kerze an und versuche zu schlafen. Ich melde mich dann morgen bei euch, morgen werde ich angerufen, ob ich angenommen werde oder nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben heute Halloween. Gestern konnte ich gar nicht mitfilmen. Ich war komplett nur im Bett, mir ging es gar nicht gut. Heute Morgen hatte ich immer noch richtig Kopfschmerzen. Ja, aber jetzt habe ich mich ein bisschen versucht aufzurappeln. Ich mache mich jetzt fertig, weil ich möchte ein Bild hinbekommen. Ich bin nämlich sehr unzufrieden mit meinem Insta-Profilbild und mit meinem TikTok-Profilbild. Deswegen möchte ich das unbedingt neu machen. Das versuche ich heute hinzubekommen. Und warum ich jetzt so einen Energieboost habe, ist, ich wurde angenommen, Leute. Ich wurde gerade angerufen vor, ich glaube, 10 Minuten und ich habe meinen Ausbildungsplatz. Ich bin so happy. Sie hat mir so gesagt, ich so, echt? Sie so, ja, wir waren sehr, sehr, sehr begeistert von ihnen und ich freue mich so krass. Ich bin so fröhlich, jetzt habe ich so einen richtigen Energieboost und ich meine Energieschub. Habe ich gerade Energieboost. Ja, ich bin ganz durcheinander, aber ich bin unnormal glücklich und das ist einfach krass, weil das meine erste Bewerbung war, meine erste halt, ne, Bewerbung, mein erstes Gespräch und direkt, ich wurde angenommen. Das war einfach meine erste, so das war einfach, das ist ein Zeichen. Das war mein erster Versuch und ich wurde angenommen. Ich freue mich so toll. Leute, unser Haus ist ein bisschen over the top. Hier sind noch so ganz kleine Details. Und wir hängen jetzt gerade noch überall solche Luftballons auf. Ja, und so sieht es hier aus. Und hier sind unsere Kürbisse. Ich weiß auch nicht, warum wir das Ganze jetzt so krass dekorieren. Aber Lamia liebt Halloween. Carlos, glaube ich, auch. Und deswegen haben die das einfach gemacht. Ist halt nur ein bisschen doof, weil es muss halt morgen wieder weg, weil morgen ist halt kein Halloween mehr. Aber ja, ich bin übrigens fertig gemacht. Ich habe mich geschminkt. Ich habe auch ein neues Profilbild. Also ich habe ein Foto gemacht, damit ich ein neues Profilbild endlich habe. Und das ist uns auch gelungen. Lamia war die Fotografin. Ne? Ja, und jetzt habe ich ein neues Profilbild, mit dem ich endlich mal zufrieden bin, weil mein altes fand ich grauenhaft. So, ich warte jetzt auf Miko. Wir haben, glaube ich,
17.30 Uhr gleich fast. Was ist gleich fast? Okay, egal. Ja, Omiko kommt jetzt gleich und dann hoffe ich, dass ich ihn überredet bekomme, dass er sich so ein bisschen Fake-Blut ins Gesicht macht und dass wir vielleicht so eine TikTok-Transition machen. Aber ich glaube, das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Also, ich werde ihn niemals überredet bekommen. Aber wir hoffen mal. Ja, keine Fragen. Oh Gott. Hilf mir! Hier ist unser Essen. Aber es kommt noch mehr Essen. Hilfe. Hallo! So Leute, ich schmink mich jetzt. Also, was das ist, das weiß ich nicht. So kann ich ja an Halloween gehen. Was, Mika, was ist das denn? Das sind die Schuhe, oder? Wer kommt? Amir. Oh, ich hab's richtig geraten. Komm, zeig dich hier. Hallo. Guck mal, ich kann gar nichts. Doch, das sieht gut aus. Das sieht aus wie Mama. Was ist das? Das ist nicht mal rot, das ist orange. Soll ich jetzt einfach da Blut dran machen? Dann sieht es nicht mal so scheiße aus. Ja, mach. Okay, ich mache jetzt bei mir Blut dran. Oh Gott, wie mache ich das? Ja. Doch. Wenn ich das in deine Tasche mache. Oh mein Gott, ist das schlecht. Sag mal. Hey, das ist doch extra dieses... Achso, dann machst du es sogar damit. Ja, sie kackt. Mach das weg! Wie meint man das denn? Einfach so? Nein. Wie denn? Mach hier so. Ein bisschen Vampir. Hallo Vampir. Okay? Ist gut. Okay. Das ist Papa. Ja. Ja, okay, das sieht wenigstens besser aus. Ja, was passiert mit bei Carlos? Carlos zeigt dich was. Das sieht doch cool aus. Ja, da kann man. Naja. Sieht gut aus. Sie wusste, ich habe auch eine Jackentasche. Ich lasse es jetzt einfach so. Süßes Gummibo. Ich will einen Süßtanz. Guck, jetzt geht's. Power, da steht ein Zahn in deinem Maul. Sag mal. Ja, man sieht, ihr kennt gar nichts. Wie? Gar nicht, das ist voll. Hä? Dein Lippen, das geht, aber da ist kein Blut da. Hey, wie soll ich denn? Boah, wenn du das jetzt machst. Ja, mach das. Kannst du es wieder wegmachen. Bei mir kann es bei mir machen. Schon für Arme. Ich kann das nicht. Irgendjemand hat das jetzt gemalt. Ich. Das hast du jetzt. Was ist das denn? Es wird ja immer schlimmer. So, ich wollte jetzt ein bisschen was planen auf meinem, in einem Planer. Eine To-Do-Liste für morgen, weil ich habe ja morgen frei. Und morgen möchte ich auf jeden Fall einige Sachen machen. Und ich möchte ein paar Corporations aufschreiben, wann ich die drehen muss und welche gerade so in Planung sind und sowas. Aber ich habe mal geguckt, ich habe ja die von Adobe. Ich habe ja die von Adobe Caro, die sehen auch super schön aus. Eins ist ein Tagebuch und ich glaube, ich habe die seit letztem Jahr Nikolaus. Und eins ist halt ein Planer. Zum Glück auch ohne, Ich wollte eigentlich in meinen, neuen Planer reinschreiben. Der ist so unglaublich schön. Aber der ist für Anfang 2024 und den möchte ich dann auch komplett für 2024 benutzen. Deswegen, diese Qualität ist so, das fühlt sich irgendwie voll geil an. Deswegen spare ich mir das auf jeden Fall für nächstes Jahr auf, aber ich glaube, dann mache ich das jetzt einfach hier rein. Ich habe nämlich morgen vor, so ein Day mit mir zu machen, weil ich habe ja keine Schule und eigentlich wollte ich mit meiner Mutter gehen, aber meine Schwester ist jetzt leicht am Kränkeln und da müssen wir halt gucken. Aber ich glaube, ich kann das hier nicht reinschreiben. Ich habe hier halt noch gar nichts reingeschrieben. Ich mache das jetzt einfach. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es vergessen. Ja, weil wenn meine Schwester morgen zu Hause bleibt, weil sie ja krank ist, gehe ich auf jeden Fall alleine, weil ich will zu H&M und zu Zara ein bisschen shoppen. Vielleicht mal zu New Yorker. Vielleicht mal in die Buchhandlung mal wieder. Ein bisschen so einen Tag mit mir machen, mich auch irgendwie, also es klingt jetzt bestimmt verrückt, aber ich glaube, viele Mädchen kennen das.
ich hatte richtig Angst, dass ich nicht bei DM angenommen werde. Und dann dachte ich mir, wenn ich so, also ich wäre richtig verletzt, würde ich nicht angenommen werden, weil ich würde da echt richtig gerne arbeiten. Wenn ich nicht angenommen werde, gehe ich Frust shoppen. Und wenn ich angenommen werde, gehe ich shoppen, weil ich, so, wisst ihr, so ein, ich hab's geschafft, ich gehe jetzt shoppen. Wisst ihr? Ich glaube, das können manche relaten, ich glaube aber manche auch nicht, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Und deswegen dachte ich mir, ich gehe einfach mal hin und wenn mein Paket auch noch nicht angekommen ist, das heißt, ich habe keine Jacke, ich habe keine Jacke und ich brauche eine Jacke, Leute. Es ist kalt und ich gehe immer nur mit Pulli raus oder mit meiner Jacke, die mir viel zu kurz ist und ein Loch an der Achsel hat. Also wirklich furchtbar. Das ist schrecklich, deswegen brauche ich auf jeden Fall auch eine Jacke. Und dann wollte ich morgen meine Nägel neu machen, weil sie haben es auf jeden Fall nötig, wie ihr sehen könnt. Ich finde das gar nicht mehr schön. Die sind aber auch schon 4 Wochen alt. Deswegen mache ich mir jetzt einmal eine To-Do-Liste. Und ich will noch ins Gym gehen. Ja. Ich mache jetzt eine To-Do-Liste, damit ich morgen alles schön abhaken kann und mich auch an meinen Plan halte. Und ich schreibe meine Kooperation auf. Mit einem schwarzen Stift. Ich glaube, das sieht besser aus. Ich kann nicht schreiben. Sieht furchtbar aus. So, Leute, nicht erschrecken. Ich habe gerade meine Wimperntusche abgeschminkt. Aber ich wollte mich jetzt bei euch verabschieden. Aber ich kann euch sagen, am Wochenende kommt mein nächster Vlog schon online. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut bei Insta und bei TikTok vorbei und dann sehen wir uns dort. Tschüssi!